Ich bin Lars Otach und bin Schweizer Meister im Metallbau. Ja, am Anfang bin ich eigentlich recht locker angegangen. Und nachdem wir den Plan mal nicht bekommen haben, dann ist es erst einmal recht straub geworden, weil zuerst bin ich gerne rausgekommen. Nachher war es dann auch schön angenehm für mich, ein richtig schönes Arbeitstempo, wenn ich es normal habe. Und am Schluss, wo es nachher geheiss hat, ist nur eine Stunde oder anderthalb. Jetzt ist man in einer Schweizer Meisterschaft und da geht es um alles, da kann nicht jeder hin. Und da hat man so gemerkt, dass man wirklich drauf muss. Das Klima war super an diesen Leuten, die alle wollen. Aber da können zusammenhocken, ist nicht so ein angespanntes Klima, wo man bei einem zusammen saufen. Das ist schon gut. Ja, ich habe mich super gefühlt. Das war ein geiles Gefühl, wenn man natürlich, ja, wenn man die Kaffee laufen und sagt, der erste Rang geht nach Glas, das ist schon nicht schlecht. Ja. Ich dachte, er sei vorne dabei, aber dass er gerade der Meister, Schweizer Meister wird, habe ich nicht erwartet eigentlich. Ja, bei den Berufen sollte man sich ein bisschen gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben. Da fällt einem sicher einfacher. Im Rechnen sollte man nicht schlecht sein, weil man viele Zahlen rechnen muss. Dann sollte man ein bisschen körperliche Voraussetzungen sollte man schon haben. Man muss jetzt nicht 100 Kilo laufen, es geht auch gut, das hat überall keine meistens. Man sieht am Abend, dass er das gemacht hat und wie es fertig aussieht. Das ist halt schon. Gefällt mir.